Cherry's Driving School. Hallo, mein Name ist Cherry. Willkommen zu meiner eigenen Fahrschule. Also, das wird wirklich Spaß machen. Aber vergiss nicht, wenn du irgendwann umsteigen willst, dann drück nur auf Start am Controller, okay? Also, los geht's! Dies ist dein Auto und mach dir keine Sorgen, du kannst es nicht beschädigen. Versuch mal, dich auf dem Platz zu drehen. Drück links oder rechts am Controller. Okay, wir fangen an. Drück auf den X-Knopf am Controller. Wow! Los geht's! Das war einfach, oder? Für die Bremsen kannst du den viereckigen Knopf drücken. Genau so. Wenn du deinen Finger drauf hältst, wirst du anfangen, rückwärts zu fahren. Wow! Wir fahren rückwärts! Diese Autos können kleine Sprünge machen, wenn du auf den dreieckigen Knopf drückst. Wow! Bevor wir zur nächsten Lektion kommen, fahr doch ein bisschen herum zum Üben und drück dann auf Start, wenn du weitermachen willst. Diese Übung ist nicht besonders schwer. Folge nur den Weg durch die Leitkegeln. Vorsichtig! Das ist toll! Oh, das war gut! Also, das war nicht zu schwer, oder? Also, dies ist der Punkt, wo es etwas schwieriger wird. Wir werden das Gleiche tun, aber dieses Mal werden wir auf dem Bildschirm von oben nach unten fahren, okay? Manche Leute haben damit etwas Schwierigkeiten, aber du wirst es mit mir bald lernen. Komm schon, wir schaffen es. Sei wirklich tapfer. Fantastisch! Jetzt sind wir soweit für eine noch fortgeschrittenere Lektion, okay? Also, in diesem Kurs musst du verbinden, was du in den letzten beiden Lektionen gelernt hast. Das heißt, du musst auf dem Bildschirm von oben nach unten und von unten nach oben fahren. Du kannst es dir am Anfang leicht machen, aber dann möchte ich einige super schnelle Runden sehen. Wow! Schön! Du fährst prima. Vorsicht!